Frau Dulovic, als zahnmedizinische Fachberaterin besprechen Sie mit den Patienten nach dem Zahncheck die verschiedenen Behandlungsvarianten. Ja, ich Das ist. erkläre auch jegliche Möglichkeit und wenn Sie an was anderem interessiert sind, kann ich dann auch noch ein weiteres Angebot erstellen lassen. Okay, also als Patient komme ich dann, oder wenn ich einen Zahncheck abgeschlossen habe, komme ich dann praktisch mit Ja. meinen Unterlagen zu Ihnen und meistens gibt es ja mehrere Angebote. Und das erklären Sie mir dann und besprechen mit mir, was für mich konkret Sinn machen würde. Genau. Und danach erkläre ich aber auch, wie es dann vonstatten geht mit der Krankenkasse, was alles gemacht werden muss, welche Unterlagen man benötigt und so weiter. Ah ja. Und so geht es dann weiter. Ich sehe, Sie haben ja hier schon so alle möglichen Modelle. Ja. Ich nehme an, damit könnten Sie einem Patienten dann zeigen, Ja. was bei ihm gemacht ist, was ist das hier so? Also was würde da. Ja, das geht von der einen Packung Prothese mit einem geht es weiter zu kombinierten Zahnersatz oder Hightech All und Four. Aha. Das ist eine Stegarbeit und das ist eine Brücke bzw. Zirkongerüst mit Keramikverblendung. Ah ja, und das kann man auch so rausnehmen, oder? Ja, das Kann zeige man. ich dann, wie das dann aussieht. Hier sieht man eben das zahnfarbene Gerüst. Das Aha. ermöglicht natürlich eine sehr naturnahe Nachbildung der anderen Zähne. Okay. Und damit, ja, sind die Patienten sehr zufrieden. Okay, und so kann man sich das also vorstellen, was dann gemacht wird, weil eben Sie haben gesagt, herausnehmbare Ja, Prothese das als. ist die einfache herausnehmbare Ja. Prothese. Und da gibt es eben dazu Alternativen, was man machen kann. Genau, hier bei Das ist dem eben diese All-on-4, da sehe All-on-4-Geschichte. ich die Da werden die Implantate, ne? Implantate gesetzt, vorne zwei, seitlich werden sie schräg Ah, gesetzt. genau. Und das ist das Provisorium dazu. Und das Provisorium wird bereits festgeschraubt, so dass es dann tatsächlich auch während der Abheilphase eine sehr angenehme Sache ist. Die Leute müssen nicht aus dem Mund das Provisorium rausnehmen. Das ist eine schöne Sache. Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Und ja, und die Patienten, die nehmen das dann mit nach Deutschland, die Ja. Unterlagen, und Ja, und die Kasse machen das erteilt dann die dann. Genehmigung. Und Und so. sobald die Genehmigung erteilt ist, können Sie zur Behandlung kommen. Ah ja, gut, Ja, Dankeschön. gerne.